Moin Moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video in Dragon Ball Fighters. Und ja, ich bin wieder mit dem Genki-Dama-Team unterwegs, weil es mir doch relativ viel Spaß gemacht hat. Weiterhin auf dem alten Account, ich habe PSN auf meinem Hauptaccount immer noch nicht aktiviert, beziehungsweise neu gestartet, da ich nicht weiß, wann ich tatsächlich wieder viel spielen kann. Und mein Gegner, oh, ganz zufälligerweise, lebende Legende, ungefähr derselbe Rang. Ich habe 2 C-Assists mindestens gesehen, ich habe einen Super Saiyan Goku gesehen, eine Kefa, glaube ich, und ein Adult Gohan. Ich bin mal gespannt. Also mit diesem Team, das Team finde ich spaßig, aber Base Goku ist halt meine Schwachstelle. Ich kenne nicht genug gute Sachen mit ihm. Das heißt, wenn ich die Genki-Dama nicht hinkriege, dann sieht es schon ein bisschen schlecht aus. Ich habe auch Trunks mal Point gespielt, also ein bisschen zwischendurch ausprobiert. Kam nur gegen Super Saiyan Blue Evolved. Ah, da, Tien war der letzte. Okay, ein geduldiger Gegner. Okay, und Glück gehabt. Ja, ich habe nur Super Saiyan Blue Evolved und God of Destructions gehabt. Und da war es nicht so gut. Und ich habe mir gedacht, ach komm, Kefla mit dem Beam hinten dran. Ist immer ganz nett für Neutral. Okay. Oh, ich glaube, das ist direkt... Oh, wenn das trifft. Ich habe es ein paar Mal gehabt, das ist... Ja, das ist rein. Okay, der Sparking wird einfach weggekillt durch die Genki-Dama. Direkt am Anfang so eine Kombo hinzukriegen. Bombe, leuchtet. Genau dafür haben wir dieses Team gebaut. Deswegen kann Base Goku jetzt auch wieder raus. Oh, nice. Gute Blocks von ihm. Ja, wir holen mal die Hellzone raus. Mal sehen, was er macht. Wow! Okay, der hat genau darauf gewartet. Schöne Raw Level 3. Hätte ich den 6M gemacht, hätte er mich getroffen. Und wir sparken aber. Und das ist wieder eine. Wir haben genug Meter dafür. Deswegen habe ich auch den B-Assist von Goku, weil damit kann man immer wieder Meter generieren. Und boom, down. Das ist, ich glaube, eins der einfachsten. Wobei, ja, es gibt viele einfache Genki-Dama-Setups. Das Problem ist halt, die Bar zu haben. Wir haben ein bisschen Delay. Okay. Ah, nice. Das war zwar die komplette Auto-Kombo einfach durchgekloppt, aber es reicht ja. Ja, ich hätte schwören können, dass ich... ich muss da gebackdashed haben. Okay. Und ich droppe meine einfachste Trucks-Kombo. Wow, der war gut. Ich hätte gedacht, dass mein Light... Wen holt der rein? Okay, ich lasse mich gerade... Und ich bin tot. Level 3. Ja. Ich lasse mich gerade echt aus dem Konzept bringen, was ein bisschen doof ist. Mein Sparking war auch schon weg. Das habe ich am Anfang, glaube ich, gleich benutzt. Ah, ich hätte ihn da mit der Autokombo voll treffen können. Aber das dürfte auch langen. Nicht die falsche Level 1 gemacht, was mir mit diesem Team auch oft passiert, dass ich die Luft Level 1 mit Kefla mache und die nicht runterhole. Also nicht diese, die nach unten kommen, deswegen mit Trunks nicht die HC'en kann. Aber es war doch gar nicht mal so schlecht. Mal sehen, ob er noch Bock auf... Ja, herrlich. Ja, der hat noch Lust auf einen. Also wir machen immer so ein Best of 5. Aber ich habe... Oh Gott, 4. Es ist aber... Wir haben ein bisschen Lag zwischendurch, was ich ein bisschen anstrengend finde. Nein.
Damit habe ich gerechnet, aber mein Goku hat bis jetzt nichts gemacht. Okay, er wartet jetzt extrem geduldig ab. Falsche Kombo. Wow, ich hatte gehofft, dass mein Beam ihn trifft, bevor er runterkommt. Aber er macht die Autokombos nur. Oder beziehungsweise sah gerade nach stumpf Autokombo durchgezogen aus, obwohl er mich getroffen hat und ein bisschen mehr hätte machen können. Ja, wenn er Kefla tötet, kann ich nichts mehr machen. Ah, dumm von mir. Was mache ich gerade hier? Anstatt mal anders zu recovern, die ganze Zeit nach oben recovered. Oh, nicht Drops. Wow, diese... Das war gerade, ich wollte eigentlich blocken, aber der Lag... Ich bin tot. Level 1, Level 1 reicht. Und ich habe gewanished. Keine Ahnung, warum das nicht rauskam. Also die Verbindung, ihr seht sich das nicht. Sie springt so die ganze Zeit zwischen 3 und 5 Frames. Das wird nicht lang, aber ich mach's trotzdem. Ich habe meinen Sparking schon verbraten. Wow, ich stand. Und er masht die Autokombo. Eins, zwei, drei, vier. Hoch, runter. Level 3. Okay. Ich habe ein bisschen geübt, wie man die HC von der Kaioken aus. Aber ich habe mit Kefla nicht wirklich irgendwelche Setups. Aber ich glaube, ich weiß, was ich mache. Nice. Okay, jetzt haben wir Tenshin Han schon mal down. Es ist noch nicht verloren, aber es ist auch noch lange nicht gewonnen. Ich lasse Kefla vorne, damit ich ein bisschen Meter aufbauen kann. Wow, ernsthaft? Wieder eine Raw Level 3 und damit bin ich tot. Das macht er echt gerne. Also ich muss bei ihm aufpassen, sobald er 3 Meter hat, wird eine Raw Level 3 kommen, wenn der Blockspring nicht safe ist. Ja. Und er wusste, da kommt was. C ist es. Das war blöd. Das könnte lang. 1, 2, 3, 4, 5. Hoch und auch noch einen Meter hinterher. Der wäre vielleicht nicht nötig gewesen, aber ja. Okay, wir haben Gohan mit 3 Metern. Das heißt, eine Raw Level 3 incoming. Puh. Ja, verdammt. Oder auch nicht. Ich hab mich zu sehr auf die Raw Level 3 konzentriert und nicht daran gedacht, dass er mit einem Vanish mich sofort töten kann. 1-1, glaube ich, war das, oder? Ich weiß gar nicht, wir haben erst 2 Matches. Das kommt mir viel, viel länger vor. Aber dieses Match war auch recht lange. Das war echt nicht schlecht von ihm. Oder? Ich muss sagen, ich habe noch ein bisschen Comeback gemacht, damit, nachdem er mich am Anfang doch ziemlich überrannt hatte. Ich muss ein bisschen aufpassen, Sexy Chicken. Ja, der spielt viel vorsichtiger. Ja, ich hatte gedacht... What? Oh, und der hat auch beide erwischt.
Ich vergesse manchmal, dass Son Gokus Assist nicht keinen Schaden macht. Nein. Ein Keyblast zu viel, ein Keyblast zu viel. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Was? Okay, was war das gerade? Ich wollte eigentlich nicht nach vorne recovern. Und, wow, ich habe wieder recovered, anstatt zu vanishen. Damit hat er mich echt aufbekommen. Und das sollte auch geblockt worden sein. Wow, okay, der hat die Autokombo durchgemischt. Ah, okay. Ah, ich muss Dragon Rushes ins Spiel bringen. Was? Okay, das war gerade das Dümmste und ich habe nicht geblockt danach. Das war gerade das Dümmste, was mir seit langem passiert ist. Kann ich mit diesem Lag das machen? Nein, und ich habe die falsche Combo gemacht. Ich habe da ein bisschen zu lange die Egg-Combo mit Trunks nicht mehr gemacht. Und ich verliere deswegen wieder. Das war überhaupt nicht so gedacht. What? Was war das denn gerade bitte? Und auch das habe ich eigentlich geblockt. Und auch das. Ah Gott. Die Frames. Also es war ein bisschen blöd von mir gespielt. Das steht jetzt. Jetzt steht es 2-1 für ihn. So gut angefangen mit dem ersten Match. So gut angefangen. Aber ich stelle mich nicht auf seine Spielweise ein. Er ist sehr gut, aber nicht auf meine Spielweise. Ich bin gespannt, ob er noch bleibt oder ob er sagt, nee, jetzt gehe ich. Ja, jetzt sagt er wieder herrlich. Epsugoi ist sein Name. Okay. Wow. Das sollte ein Sprung sein. Und er droppt mit Knöpfen und ich Idiot. Und Autokombo wieder. Ich dachte, er springt hoch, um mich oben beim Recovern zu erwischen. Und haben Down Heavy gemacht. Tja, ganz schlecht. Was ist gerade los bei mir? Wow. Ah. Und der Finish kam wieder nicht raus. Und er hat damit gerechnet. Ja, das war nicht schlecht. Ich spiele gerade richtig schlecht. Wow. Mann, was ist hier bei mir los? Das wird richtig schwer. Oh, ich hatte genug. Wow! Level 3? Level 1, Level 3? Nein. Wie ich noch nicht mehr vorgedasht bin. Ja. Ah, ich springe die ganze Zeit in seinen Assist rein. Und ich wollte eben gerade eigentlich vordashen, nachdem der Trunks es in ihn getroffen hat. Und ich bin einfach stehen geblieben. Ja, und das reicht. Wow, das ist 3-1. Wenn er danach nicht mehr möchte, dann habe ich so eine richtige Klatsche mit diesem Team bekommen. Und ich habe wieder...
Ich habe nur recovered. Das passiert mir so oft. Ich glaube, ich mache einen Backdash oder ähnliches. Wow. Okay, 3-1. Das war eine ziemliche Klatsche. Und er kriegt aber gut Punkte. Das heißt, ich würde ihm auf jeden Fall noch ein paar 1-2 Matches geben. Und ich möchte natürlich mir selber auch zeigen, dass ich das besser kann. Nicht mit Drops. Okay. Die richtige Combo. Wow. Wow, er hat da... Okay, ich habe zu viel Guard Cancels benutzt bis jetzt. Das war... Ich wollte gerade sagen, wenn das nicht langt... ich wollte Trunks halt noch rausholen, ohne 2 Meter zu verbrauchen. Okay. Und ich drop das. Oh, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Wobei ich das so noch nie ausprobiert habe. Ist der Hitstun nicht groß genug? Doch, ist er. Das funktioniert so nicht mehr. Wow, und ich habe nicht recovered. Warum auch immer. Level 1, Level 3. Level 1, Level 1. Das reicht nicht, aber... Wow! Einmal unten drunter. Okay, okay. Ich weiß nicht, ich wollte gerade mit der Kaioken eigentlich Dreier machen und dann die DHC'en. Hat nicht funktioniert mal wieder. Wow! Gerade kurz verpasst. Okay, nice. Da hat er, glaube ich, einen Overhead erwartet. Okay, 3-2 für ihn. Oh, das wird vielleicht ein etwas längeres Video, wenn er nochmal mitmacht. Ich sage ja, die letzten 2 Matches gegen ihn, da habe ich so schlecht gespielt. Da hat er auch relativ okay gespielt, aber ich habe echt schlecht gespielt. Ja, aber jetzt hat er keine Lust mehr und sagt, jo, ich bin weg. Und das soll es dann gewesen sein. Auf jeden Fall eine Niederlage, nichtsdestotrotz, hat Spaß gemacht. Das Team mit der Genki-Dama-Komposition ist zwar ganz cool, aber um ehrlich zu sein, ist es nicht unbedingt das Team, was ich wirklich langfristig spielen werde, denke ich. Aus diesem Grund werde ich jetzt meinen PSN-Account demnächst wieder aktivieren und dann hoffentlich mit Rosé-Ranked-Matches wiederkommen und mit meinem Hauptteam. In diesem Sinne freue ich mich wie gewohnt auf eure Kommentare und Meinungen und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dragon Ball Fighters Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime-Games und Fighting-Games steht.